Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play City Car Driving. Ja, Mod vom Suzuki Liana heute mal. Mal ein bisschen ein trashiges Auto. Aber ich fand, das ist eigentlich ein ganz passender Gegenpol zu dem zuletzt vorgestellten. BMW, der ja schon ein ziemlich Hightech-lastiges Kompaktfahrzeug ist. Dagegen ist es jetzt natürlich hier mit diesem Suzuki Liana schon eine ziemlich andere Fahrzeugklasse, und das sieht man und hört man natürlich auch. Vor allen Dingen, was sowas wie Beschleunigung angeht. Ja, aber erstmal kurz zum Auto selber. Suzuki Liana wurde auch bei uns angeboten. Auch als Stufenheck, allerdings hat sich das natürlich kaum Beliebtheit erfreut. Eben aufgrund dieser doch sehr gewöhnungsbedürftigen Linienführung. Aber an sich, Modell von außen sieht leider ganz schön gut aus. Das muss ich echt mal honorieren. Also für das reine Modell, Optik, 4,5 von 5 Sternen, denke ich, kann man da schon geben. Also, ja, wie gesagt, der wurde auch hier angeboten. Den gab es auch in einer optisch etwas angenehmeren Steilheckversion. Das sieht ja nicht ganz so nach indischem Kleinstwagen aus. Die hat man auch durchaus mal auf deutschen Straßen gesehen. Vor allen Dingen in etwas weniger geldgesegneten Gegenden. Und ja, der Spurttest hier wird vor allen Dingen eher der Nerventest. Ups. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. So viel zum Thema toter Winkel, ne? Ja, also ihr merkt schon, das sind ganz andere Tempo Regionen, in denen wir uns hier bewegen. Ja, Leute, also das kann man nicht vergleichen. Ich glaube, ich räume mal lieber die linke Spur, bevor mich gleich noch ein LKW wegschiebt oder sowas. Also es ist auf jeden Fall kein Auto für den sportlichen Autobahn- oder gar Überlandfahrer. Sondern wirklich eher ein Fahrzeug für den geruhsameren Fahrstil. Aber es ist sehr berechenbar, also Lenkung oder so. Das ist alles teigig, aber es geht nichts kaputt. Scheibenwischer, ja gut, der rechte ist vielleicht ein bisschen groß. Leute, der Speed, den wir hier haben. Allerdings, jetzt prüfe ich gerade mal nach, passt das? Ja, passt. Was, wo sind wir jetzt? Boah, bei 3.500. Nee. Ja, also vorangeht hier nichts. Sieht trashig aus, fährt sich trashig, ist aber irgendwie wahrscheinlich deshalb für Trash-Fans durchaus. Eine Überlegung wert. Wenn man auf sowas steht, klar, warum nicht? Was machst denn du jetzt hier? Ja, also wie gesagt, im fünften Gang, da reicht dann nur noch ein minutenlanges Vollgas. Und der dröhnt sich ein Uphill.
Ja, Tacho und Innenraum sieht schräg aus. Traue ich aber den Koreanern gerade aus den Baujahren durchaus zu, dass die so aussahen. Angehört haben sie sich jetzt nicht ganz so nach kaputtem Auspuff, wie der sich's hier tut, aber naja, gut. Fahrverhalten, ja. Träge, rutschig. Aber langweilig und beherrschbar. Es ist ein Auto, bei dem ich mir auch problemlos zutrauen würde. Das wirklich auf der letzten Rille zu fahren, weil letzte Rille ist ja auch noch, keine Ahnung, unterste Rille von dem Einser. Den wir letztes Mal hatten. Ja, an sich, aber wie ihr seht, hier auch in der Ausfahrt. Das ist alles ganz harmlos, Fahrverhalten. Ja, das ist ein dröges Fahrverhalten, 2,5 von 5 Sternen. Gebe ich dafür einfach mal, weil es ist wirklich. Es ist berechenbar, ja, aber das ist auch der einzige Vorteil, den es hat. Rückwärtsleuchte geht. Sieht trashig aus, ist es aber tatsächlich. Genauso wie die. Hey, das ist eh eine Schüssel, ne? Die klingt wirklich erschreckend arg nach angebautem Auspuff. Ja, sonst Innenraumgestaltung passt. Das scheint doch mir realistisch. Sound, naja, der klingt schon sehr nach abgegammeltem Auspuff. Allerdings, ja, ist ja nicht zwingend unrealistisch, aber trotzdem. Passt nicht. Ah, auf, fahr zu. Ich habe einen Suzuki Liana, ich kann drängeln. Ich weiß nicht, ich hatte gerade Lust drauf. Fährt sich so lustig schräg. Download-Link packe ich natürlich in die Beschreibung. Was zu meiner Entschuldigung auch unbedingt gesagt sein soll, wenn in nächster Zeit mal keine Videos kommen. Ich schreibe um die nächsten Arbeitswochen jetzt bis zu meinem Geburtstag, vergeht keine Woche. Wo ich nicht mal eine Arbeit schreibe. Und naja, gut, dass das dann natürlich auf die Menge an Videos schlägt, kann sich vielleicht auch irgendwie jeder denken. Was hupst du Spacken denn jetzt? Meine Fresse, echt. Meint er, bekommt dem Suzuki hier hinterher? Ich bezweifle es ja irgendwie. Bringt mit Vollgas anfahren was? Na gut, er kommt da vielleicht in den ersten 3 Sekunden besser, ne? Versuchen wir mal, ihm hinterher zu sprinten. Jetzt macht die Sirene aus. Hallo, wieso wird denn das hier nicht grün? Das klingt wie so ein Hörspiel. Herrje, ist das eine Schüssel, ey. Fast schon wieder lustig, weil es so eine Kackkarre ist. Keine Chance. Gut, und wenn ich mich dann noch verschalte, so wie jetzt, Jünge. Meine Güte, echt. Wir fahren hier mit einer Schüssel rum.
Ja, wirkt schon sehr trashig. Ja, Spaß. Oh. Für Trash-Fans, ja, für alle, die gut fahren und gescheit fahren wollen, nee. Spaßfaktor persönlich, ab und zu mal, ja. 3,5 Sterne? Kann man machen, eigentlich. Kann man eigentlich echt machen. Ich halt dazu mal gerade hier an. Okay, dann parken wir halt so. Was habe ich gesagt? 3,5 von 5 Sternen. Weil es irgendwie so lustig trashig ist. Aber man braucht echt Jahrzehnte, bis man hier mal irgendwie ein bisschen Tempo hat. Das ist. Ah, je. Was habe ich mir da nur für ein Ding ins Haus geholt? Bahnübergänge, da fühlt sich's ein bisschen hoppelig an. Ja, ansonsten. Ja, von vorne ist halt ein Suzuki Indianer, ne? Ist keine heiße Aufreißerkarre, absolut nicht. Will's aber auch an sich gar nicht sein, deswegen haut das schon hin. Hup nicht, du Spast, Mann, ich weiß, dass deine Hupe geht. Hinge. Ja, ich hab vorhin noch ein bisschen. Dann fahrt halt durch. Auf. Hub da hinten nicht rum, weißt du, kannst ja ausweichen. Und ich weiß nicht, irgendwie. Ich fahre mit dem Ding um hohe Drehzahlen, also relativ hoch. Ich fahre immer um 3.000-4.000 Touren rum. Aber irgendwie, du kommst ja sonst gar nicht vom Fleck. Und der klingt untenrum auch so, als würde er halb verrecken. Mein Gott, fahren die einen Scheiß zusammen. Und der Tacho ist ein bisschen blöd ablesbar, aber es geht noch. Oh mein Gott. Federungsphysik. Boing. Na gut, genauso fühlt sich's drinnen auch irgendwie an, ne? Wie so eine behinderte Federungsphysik. Aber wahrscheinlich federt sie halt echt so. Genau, erst zufahren, dann anhalten, dann hupen. Ja, natürlich, Junge, bei dir läuft. Bei dir läuft richtig und irgendwie das Cockpit, das ist für mich voll Raumschiff-Style. Oh, bergan fahren. Geht besser als gedacht. So, ist gerade das Anfahren, das geht echt vergleichsweise richtig gut. Das Problem ist nur, die Schüssel hat einfach keinen Dampf dann irgendwann. Der weiß nicht, was Dampf ist und der hat auch keinen.
Lass mal den Honda CRX noch rein, den GTA 4 Verschnitt, da steht nämlich Blister hinten drauf. Und wer es nicht weiß, die Hondas, die CRX, ZZ, CX, ZZ, CX, ne? Ja, die CRX aus GTA 4, aus San Andreas 4 und 5. Eigentlich halt die immer aus GTA. Ah, komm, Jünger, hallo. Blöde KI, echt, die kann gar nichts. Ja, Realismus passt. Gebe ich locker. Ja. Also gibt nichts zu meckern. Eigentlich gut Sound, dafür gibt es einen Abzug. Machen wir 4. 4 von 5 Punkten. Passt ins Spiel, jo, sofort, auf jeden Fall. Genauso trashig in der Farbe. In der Karosserieversion. Fahren die garantiert auch in Russland rum. Das passt richtig gut. Ja, letztendlich Fazit, wem empfehle ich so ein Auto? Entweder für Leute, die wirklich einen enorm berechenbaren Fronttriebler wollen, der irgendwie jede dämliche Lenkbewegung verzeiht, die man nur haben kann, und den Speed nicht so wichtig ist, oder wirklich ein Trash-Fans. Also wer wirklich eben genau auf sowas Trashiges steht, wie das, was wir hier gerade haben. Und wer dafür auch einfach, ja, so als Spaß-Trash-Auto, wer darauf steht. Warum eigentlich nicht? Passt eigentlich ganz gut, denke ich mal, so für Leute, die ein bisschen Spaß haben wollen. So als Trash-Fahrzeug oder einfach als wirklich enorm berechenbares Fahrzeug. Den würde ich das empfehlen, natürlich jetzt Rasern und Sportfahrern. Sucht euch was anderes, aber kein Suzuki Liana, der so drollig dreinblickt wie dieser hier. Naja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir kommen am Ende auf. Moment. fünf von 22 Punkten. Mein Fazit habt ihr schon gehört. Ich hoffe, es hat euch ganz gut gefallen und. Wenn nicht, würde ich mich über Kritik freuen. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao und bis bald.